Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Heute werfen wir einen Blick auf die Sony A7 IV. Die Kamera, die uns beweist, dass Perfektion ein dehnbarer Begriff ist. Lassen Sie uns zuerst mit dem Positiven beginnen. Die A7 IV kommt mit satten 33 Megapixeln. Perfekt für alle, die ihre Katzenbilder in Postergröße drücken möchten. Und der Autofokus? Ja, der ist wirklich, wirklich gut. Und das Beste daran, durch KI im Nachfolger wird er noch besser. Also, keine Sorge, Ihr Hund wird auf jedem Bild gestochen scharf sein. Zumindest in der Theorie. Nun zu den Dingen, die uns den letzten Nerv rauben. Fangen wir mit dem Display an. Es ist so schlecht, dass man meinen könnte, Sony hätte es aus einem Gameboy aus den 90ern recycelt. Aber ich meine, was beschweren wir uns? Retro ist doch wieder richtig in, oder? Ein Display, das so schlecht ist, dass sie sogar gar nicht erst in Versuchung kommen, ihre Bilder direkt zu betrachten. Genial, oder? Sony-Kameras, klein und kompakt, aber ergonomisch? Das ist eine andere Sache. Man könnte meinen, sie wurden für die Hände eines Hobbits designt. Die Ergonomie ist so benutzerfreundlich wie ein IKEA-Regal ohne Anleitung. Das Display so brillant wie eine 40 Watt Glühbirne und der Rolling Shutter perfekt, wenn ihr eure Aufnahmen wie eine Schmelzenuhr von Salvador Dali aussehen lassen wollt. Genau, der Rolling Shutter. Man könnte fast denken, die Welt würde sich schneller drehen, wenn man die Kamera bewegt. Aber Moment, Sony verspricht uns für die nächste Generation einen Global Shutter Sensor. Das löst dann zwar das Problem des Rolling Shutters, dafür können wir uns dann aber leider von unserem geliebten Dynamikumfang Abschied nehmen. Eine Win-Win-Situation, oder? Und jetzt zum Elefanten im Raum. 4K mit 30 FPS ist ja ganz nett, aber 60 FPS? Nur mit einem 1,5-fachen Crop. Die Canon R6 konnte damals aber schon 60 FPS ohne Crop. Pah, wer braucht das schon? Sony dachte sich, 30 FPS reichen völlig. Und wenn es dann mal schneller sein soll, dann croppen wir das Bild einfach um 50%. Ist doch toll, oder? Bildstabilisierung ist zwar vorhanden, aber gegen die Konkurrenz nur so effektiv wie ein Regenschirm im Hurricane. Da hilft nur noch beten, dass der Nachfolger hier ein Upgrade bekommt. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von den Shutter News. Immer ein bisschen mehr, als Sie eigentlich wissen wollten. Halt, stopp, noch nicht abschalten. Jetzt kommt nämlich nochmal meine Meinung dazu. Die Sony A7 IV ist wirklich eine tolle Kamera. Ich benutze sie auch jetzt gerade und habe sie auch in meinen unzähligen Videos zuvor immer benutzt und finde einfach das Resultat, was rauskommt, immer wirklich gut. Trotzdem habe ich halt ein paar Kritikpunkte, die es halt hoffentlich in der Sony A7 V verbessert wird. Sprachen lernen, Bubble. Ihr habt es gerade schon rausgehört, ich hätte halt gerne auch 4K mit 60 FPS ohne Crop. Das ist in der Canon R6 möglich. Klar, die hat 24 Megapixel und 33 Megapixel sind nochmal etwas anderes, aber das wäre in so einer Kamera, die auch mit den anderen Kameras mithalten soll, auch schon nochmal angebracht. Dann Autofokus würde ich mich gar nicht beschweren, ich bin jetzt schon vollkommen zufrieden damit. Ich freue mich aber auch auf den AI-Autofokus, den es dann da drin gibt. Und aber auch noch eine Sache, die ich mir wünschen würde, die es auch momentan schon in der Lumix S5 Mark II gibt, ist eine Open-Gate-Aufnahme. Ich weiß, das würde mit einem 24-Megapixel-Sensor wirklich nochmal besser gehen, dass man dann direkt dann 6K-Auflösung hat, Open-Gate. Ich weiß nicht, wie das dann mit einem 33-Megapixel-Sensor dann aussieht. Das würde ich mir jedenfalls wünschen. Das wäre nochmal so ein Extra. Dann könnte man mit dann auch einer Sony-Kamera dann auch Anamorphic-Aufnahmen machen, mit zum Beispiel dann auch zweimal Anamorphic-Objektiven. Das würde ich mir auch wünschen. Aber auch für die heutige Generation, TikTok-Generation, Hochformat-Generation, wäre das natürlich auch nochmal eine schöne Sache. Der Rolling Shutter war bisher auch immer so ein kleines Problem. Dieses Problem möchte Sony jetzt vielleicht damit lösen, dass die dann auch hiermit ein Global Shutter einbauen. Tendenziell eine sehr, sehr gute Idee, nur halt, wie es bis jetzt halt gezeigt hat, gibt es da halt dann auch wieder Kompromisse in anderen Sachen, wie halt Dynamikumfang und dann halt damit auch verbunden Lowlight-Verhalten. Das sieht dann eher so aus wie eine APS-C-Kamera, wie wir das ja dann auch schon in der Sony A9 Mark III gesehen haben. Jedenfalls, ich kann nur sagen, ich bin wirklich gespannt auf diese Kamera. Ich freue mich drauf. Ich werde mir die Sony A7 V, glaube ich, erstmal nicht zulegen, denn das Geld muss ja auch erstmal irgendwo herkommen und so reich bin ich jetzt nun auch wieder nicht. Und ja, das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.